Und damit seid gegrüßt, mein lieben Zwerge, Gnome, Hobbits. Und natürlich auch Eldorin zu einem neuen Part. Pokémon Y mit dem Zwergenfürst mal wieder in Pokémon Y zurück. Na dann. Hier können wir gleich mal ein Andenken-Foto machen. Ein Foto schießen. Ein Fotoschild. Möchtest du den Kamerakauz rufen? Aber sehr gerne. Tachchen. Wie kann ich mit dir behilflich sein? Und knipst. Alles klar. Und gespeichert. Andenken-Foto gemacht, das können wir dann am Schluss im letzten Part als Verabschiedung dann alles mal einblenden, wenn wir es wiederfinden auf dem 3DS. Gut, das ist was geworden. Möchtest du ein Trinkgeld geben? Aber natürlich. Wie viel möchtest du geben? Naja, seien wir mal nicht knauserig. 500. Du bist das Ringst deiner Naturtalente, wirklich richtig fotogen. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Das sagt er mir erst, nachdem ich ihm Trinkgeld gegeben habe. Na, was er mir wohl sagt, wenn ich ihm 1000 gebe. Zur Geolink-Höhle. Dies ist eine Abkürzung nach Rilivera City. Was auch immer. Und hier, wo geht's hier lang? Ist auch noch eine Höhle. Zubatnest. Ja, auch nicht schlecht. Petropia. Okay, wo wollen wir hin? Was sagt die Karte? Nicht eine Stadt auslassen, würde ich sagen. Nehmen wir den Umweg über die andere Stadt. Alles klar, und da ist der erste Trainer in dieser Höhle. Bist du in der Lage, Pokémon gut aufzuziehen? Das will ich jetzt im Kampf herausfinden. Na dann. Ich wünsche dir viel Spaß dabei beim Herausfinden. Eine Herausforderung von Pokémon-Züchterin Denise. Denise? Piccolinte wird von Denise, Pokémon-Züchterin, eingesetzt. Die sechste Generation, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ich muss mich jetzt hier erstmal wieder zurechtfinden. Auch mit den Team-Pokémon muss ich mich erstmal wieder zurechtfinden. Ist halt blöd, wenn man drei Pokémon-Projekte gleichzeitig am Laufen hat. Dann ist man irgendwie ein bisschen raus. Aus der Sache. Pokémon Let's Go Evoli, Pokémon Gelb und Pokémon Y laufen gerade parallel. Ja. Haben wir auch einen Mordef. Was kann denn der? Mordef ist ein Pokémon Let's Go Evoli. Kein Pokémon. Ja, Pokémon Let's Go Evoli und Pokémon Gelb, die ähneln sich nun ein bisschen. Also, da kommt man schon irgendwie zurecht. Wenn man da was verwechselt, ist das nicht so ganz so schlimm. Ist ungefähr die gleiche Story. Aber jetzt hier in Pokémon Netz, Pokémon Y, da verwechsel ich die schon. Sind da sogar andere Pokémon und eine ganz andere Generation. Ja, Man müsste vielleicht mal Pokémon Y pausieren. Und erstmal ein Pokémon geben und Let's Go Evoli zu Ende machen. Ja. Ach man, nicht mit Heilzaun, das war doch die falsche Attacke. Die bringt recht wenig in die Offensiv-Angriffstaktik. Ja gut.
Mode scheint ja recht wenig zu bringen. Na komm, dann lass doch mal Markus einsetzen. Der Starter Pokémon. Du schaffst es, Markus. Ja, ich muss das Team erstmal richtig sortieren. Ja, die kann eine Wasserattacke. Okay. Na gut. Psystrahl dann vielleicht. Ja, super. Pico-Linse besiegt. Als nächstes Leufero. Okay. Stimmt, denn wir haben hier mehr als ein Pokémon. Die Trainer. Vier sogar. Ja. Ausgewöhnung von Pokémon Let's Go Evoli. Ja, und da bin ich es gewohnt, dass es eins, maximal zwei im Team geht, gibt. Aber mit vier oder fünf Pokémon im Team muss ich erstmal wieder in die guten Generationen rüberkommen. Let's Go Evoli ist nämlich keine Generation. So, jetzt haben wir mal genug von Let's Go Evoli gelabert. Das ist hier ein anderes Spiel. Auf geht's. Nitro-Ladung. Das Mio-Rapper besiegt. Aber sowas von. So. Modev Level 14. Das ist gut. Pikachu möchte kämpfen. Da ist Markus jetzt nicht wirklich der Beste, aber der Psystrahl dürfte was bringen. Ich hoffe doch, dass Psystrahl da was ausrichten kann. Level 21, okay, Mordorf ist wahnsinnig unterlevelt. Mein Team wahrscheinlich komplett. Wie wir es kennen, Markus erreicht Level 22. Feuerwirbel, ja unbedingt. Vergessen. Kratzer kann er vergessen. Zack, 1, 2 und schwupp. Feuerwirbel erlernt. Großartig. Und dann war die Züchterin besiegt. Ja, und nochmals. Ja, du hast dein Team gut aufgezogen. Zwergenfee gewinnt 768 Pokémon-Dollar. Und geht sich aus dem Kampf gegen die Pokémon-Züchterin hervor. Ja. Wie geht's hier weiter? Mit Stärke geht's hier weiter. Ein großer Felsen. Ein Pokémon könnte ihn vielleicht bewegen. Haben wir noch nicht? Dann wohl der andere Weg. Die andere Höhle. Wie es ausschaut, müssen wir dann nicht Minty fangen. Hier geht's nicht ums Fangen, sondern ums Leveln, Kämpfen. Aber sie lässt uns nicht fliehen. Die Evoli, die Medici. Kommt jetzt durch den Wind mittlerweile. Dann nehmen wir halt die andere Höhle nach Petropia. Und wenn es die Höhle nicht tut, die Abkürzung nach Petropia, das Zubat-Nest, das klingt ja sehr gut. Und durch sind wir? Was? Nur rein die Küstenfahrt. Okay. Halt! Nicht so schnell! Wer ist denn da? Oh, zwei Leute in Weiß. Hahaha. Ha, ha. Verzeih, ich wollte dich nicht erschrecken. Na, geht es dir und deinem Flappy gut? Hast du dich nicht auch schon mal gefragt, wie es möglich ist, ein so riesiges Gebiet wie die Kalos-Region mit nur einem einzigen Pokédex abzudecken? Da das tatsächlich unmöglich ist, werde ich deinen Pokédex mal eben ein klein wenig aufrüsten. Dem Pokédex von Zwergenfee wurde der Kalos-Küsten-Pokédex hinzugefügt. Im Pokédex-Menü kannst du ab jetzt auch den Kalos-Küsten-Pokédex auswählen. Tippe ihn einfach mal an, um es auszuprobieren. Bewegungen lassen Menschen und Pokémon gleichermaßen wachsen. Also dann, jetzt heißt es Abschied nehmen. Bon voyage. Alles klar. Route 8, wie es ausschaut. Hops, da springen wir mal über das hohe Gras hinüber. Hier wird man nämlich von Pokémon im hohen Gras
überrascht. Ein wildes Wyptis. Oder wie es ausgesprochen wird, Wyptis. Das möchte ich haben. Kann ich mir das fangen? Das wäre schön. Das hätte ich gern zumindest mal als Pokémon gefangen. So, was haben wir denn an Bällen? Der Netzball. Na komm. Auch wenn das noch nicht geschadet hat. Wenn das Wyptis noch nicht geschwächt ist. Kann ja klappen. Ja, und es klappt sogar. Wyptis wurde gefangen. Großartig. Zack. Lehrreich Level 11. Für den Fang. Na toll. Erik erreicht Level 18. Ein neuer Pokédex-Eintrag. Es hält die Klinge an seinem Schweif scharf. Das Gift-Typ. Ein Gift-Pokémon brauchen wir unbedingt noch im Team. Indem es sie ständig an Steinen wetzt. Es ist der Erzfeind von Sengo. Alles klar. Möchtest du Wyptis einen Spitznamen geben? Dann heißt du jetzt Takeru und wirst in Box 1 geschickt. Na großartig. Und da ist wieder ein Stärkefelsen. Großartig, hier sind wir falsch. Wo geht's lang? Da geht's hoch. Ah, okay. Die Treppe habe ich nicht gesehen. Die sah ich nicht. Das ist Kanar. Okay, haben wir das nicht schon im Team? Nee, das brauchen wir, glaube ich, nicht. Wir dürfen nicht fliehen. Alles klar. Na komm. Flucht. Na dann, hier geht's weiter. Jau. Hier geht's weiter. So. Nein. Sackgasse ist hier. Verschlungene Pfade. Ich habe das gar nicht mehr in Erinnerung. Ja. Stottern tue ich heute auch. Und festhängen und setzen. Spoink, das sollten wir uns auffangen, aber egal. Für uns hier jetzt nicht jedes wilde Pokémon. Das brauchen wir hier nicht zu machen. Wyptis war ein guter Fang, das können wir vielleicht gebrauchen. Das ist ein gutes Gift-Pokémon für das Team. Absolut, ja, okay, das können wir uns auch noch fangen. Mal schauen, was wir davon mit ins Team nehmen. Bälle. Los, Pokéball. Man kann es ja mal versuchen. Ohne Schaden einfach mal werfen. 1, 2. Ja, da bricht es wieder aus. War ja recht klar. Du brauchst auch eher einen Luxusball. Das ist eher so dein Typ. Naja, aber ich fliehe mal. Flucht gescheitert. Uha. Lass uns mal gleich mal Zwergina einsetzen. Ja. Ein weibliches Mamfaxo. Relaxo natürlich. Ist natürlich Zwergina. Was auch sonst. Los, Luxusball. Das brauchen wir für Absol. Na komm. 1. Na. Wohl eher nicht. Silberblick. Ich will mir jetzt das Absol fangen. Da habe ich jetzt Bock drauf. Das hole ich mir. Ja, zwei Gene hält was aus. Ja. Aber Absol lässt sich nicht so leicht schaden. Na dann noch ein Luxusball. Ich verschwende sie mal an Absol. Na komm. 1? Nein, nicht mal 1. Oh Mann. Wo eher der Pokéball. Doch mal wieder mit Pokémon versuchen. Na komm. So viele wie in Pokémon Let's Go Evo, die haben wir hier nicht. Na, ich komme jetzt mit Let's Go Evo die vergleichen. Das war im letzten Part nicht so der Fall. Woran das wohl lag? Vielleicht, dass Let's Go Evo die noch nicht veröffentlicht war. Na komm, flieh. Nicht? Ja gut.
gebe dir die Freiheit. Nicht unbedingt haben. Muss nicht sein. So, hier geht's rüber. Dann müssen wir einmal hüpfen. Hops, hops, zacke die Hops. Nicht mehr zacke die Duster, sondern zacke die Hops. So sieht's aus. Ich will an das Item kommen. Ich hole mir erstmal das Item ab und dann können wir weiter gucken. Na hops. Ein Blattstein. Das kann man noch gebrauchen. Wird bestimmt irgendwann nützlich sein. So, dann wieder hier hoch. Und hops, dann wieder runter. Hops, hops, hops. Und zack, die Hops. Sind wir da unten. So, und weiter geht's. Da sind wir schon in Petropia. Hey, Nachbarin. Wer ist da? Ach, der Kalem, so hieß der doch, oder? Das hier ist Petropia. Auf der anderen Seite des städtlichen Aquariums liegt bereits Relivira City. Ich mache mich jetzt zum Fossilenlabor. Erstmal zum fossilen Schlau. Ah, okay. Den Satz habe ich nicht ganz verstanden. Den habe ich aber auch bestimmt falsch vorgelesen. Vielleicht erfahre ich auch etwas über die seltsamen Steine und ihre Verbindung zur Mega-Entwicklung. Bestimmt nicht, aber gut. Stimmt's dort. Hallo Trainer, willkommen im Pokémon Center. Wir hätten deine Pokémon, machen sie wieder fit? Sollen wir deine Pokémon fit machen? Ja, nimm. Nimm und mach sie fit. Zack, zack, zack. Das ist das aktuelle Team, das sieht man hier nicht so gut. Ja. Ich guck mal gerade, wen ich gegen das neu gefangene Pokémon einsetzen kann. Mit dem Team weiter. Mein Takirum-Team. So, hier erstmal in der Stadt umgucken. In diesem Haus. Hallöchen. So, mir ist ja die Initiative bei einem Pokémon das Wichtigste. In diesem Sinne, hast du ein Pokémon dabei, dessen Initiative höher als 199 ist? Ist schon okay. Die Initiative ist ja nicht alles bei einem Pokémon. Aber heute würde ich echt gern eins mit einer Initiative von mehr als 199 sehen. Habe ich wohl nicht. Alles klar. Okay. Was auch immer. Ist mir recht wurscht. Ich weiß richtig gut Bescheid und du sollst jetzt an meinem Wissen teilhaben. Jawohl. Es sollte Pokémon geben, die sich nur während deines Kampfes entwickeln. Wusstest du das? Wusste ich tatsächlich noch nicht, aber ja. Soll es wohl geben, klingt logisch. Es gibt viele Steine, die neue Kräfte aus den Pokémon herauskitzeln. Da die Kalos-Region reich an solchen Steinen ist, dann kann hier wohl so ziemlich alles passieren. Ja, einen Stein haben wir ja schon gefunden. Was wir damit anfangen können. Na super. Hier haben wir das Fossilienlabor. Der Blattstein ist für keinen in meinem Team bisher einsetzbar. Da brauchen wir wohl noch einen Pflanzen-Pokémon. Hey, horch mal eben her. Dein Pokémon gegen meinen Tauchball. Na, was sagst du? Ein fairer Tausch, oder? Für mich ein fairer Tausch, für dich, ja, eher schlecht. Nehme ich. Super, danke. Viel Spaß mit dem Tauchball. Klingt so, als würde der was loswerden wollen. Es wäre der Tauchball geklaut. So ein mieses Angebot. Da muss doch was krumm sein. Ja, bei diesem Angebot könnte ich auch nicht widerstehen. Morgen können wir wieder tauschen. Ja, danke. Aber nein, danke. Ich möchte nicht lauter Liebesgut an mich nehmen. Ja, das ist Zertrümmerer. Mach ruhig Gebrauch davon. Sagen wir, erhält das Item TM94 Zertrümmerer. Wurde in der Itemstasche verstaut. TM und V-Tasche natürlich. Zertrümmerer kann einen Mangel an Stärke dadurch ausgleichen. Das ist mitunter die Verteidigung des Gegners schlecht. Und es kann Steine aus dem Weg räumen. Ah, okay. Das ist gut.
gut, ist zwar keine VM, aber kann trotzdem einer am Team haben. Kampf brauchen. So, da wären wir im Labor. Im Steinlabor. Solltest du jemals in den Besitz eines Pokémon namens Genesect gelangen? Lass es mich wissen. Okay, das wird wahrscheinlich eher nicht vorkommen. Wer zu mir ins Fossilienlabor kommt, hat meistens selbst ein Fable für Fossilien. Ja, eher nicht so. Bei mir nicht so der Fall. Aber gut. Oh, da kommt schon der Kadem vorbei. Ein Longenblick. Oh, der Professor hier. Der Gesteinsprofessor. Herzlich willkommen, zukünftige Archäologen. Euch führt wohl die unwiderstehliche Anziehungskraft der Fossilien her. Stimmt's? Ich heiße Kalm und das hier ist Zwergenfee. Verzeih, dass wir dich so überrumpeln, aber weißt du zufällig irgendwas über das Thema Mega-Entwicklung? Oh, hallo? Ihr müsst Professor Platans Schüler sein. Ich habe schon von euch gehört. Ich würde euch zu gern helfen. Doch ich weiß leider nicht viel über die Mega-Entwicklung. Nur, dass sie irgendwie mit mysteriösen Steinen in Zusammenhang steht. Da ihr jedoch Schüler des Professors seid, wisst ihr bestimmt einiges über Fossilien, oder? Eher weniger? Ach was, für Schüler von Platan wisst ihr aber ganz schön wenig. Fossilien sind Überreste prähistorischer Pokémon. Wenn ihr mit eigenen Augen welche sehen wollt, solltet ihr bei den Ausgrabungsstätten vorbeischauen. Verstehe. Hier erfahren wir offenbar auch nichts Neues über die Mega-Entwicklung. Moment, wäre es nicht denkbar, dass Pokémon, die sich aus Fossilien zurückverwandeln lassen, etwas mit der Mega-Entwicklung zu tun haben? Wenn ja, dann kann euch der Assistent in der Leuchthöhle bestimmt Auskunft darüber geben. Na dann, auf uns davon. Ein Versuch ist es wert. Wo wir nun schon mal hier sind, können wir auch gleich bei den Assistenten vorbeischauen. Was sagst du, Zwergi? Wollen wir zur Leuchthöhle aufbrechen? Aber gerne. Ich bin schon unterwegs. Na denn. Da geht's wohl lang. Leuchthöhle. Rihornpass. Ja. Das ist der richtige Weg. Zack, auf den Rücken eines Rihorns. Ja. Das habe ich noch in Erinnerung, dass wir hier auf dem Rücken eines Rihorns über die felsigen Wege hier schreiten müssen, um voranzukommen. Das ist richtig. Und hier können wir ein bisschen zertrümmern. Wildes Kleinstein erscheint, oder was? Nein, es ist ein Hippopotas. Ein Hippopotas. Okay. Ein Sandsturm. Nein, ich möchte bitte fliehen. Entkommen. Sehr. Na komm. Also hier mal zu dem Item hin. Ich möchte abstellen. Zack. So. Ja, auf der anderen Seite hier. Kann ich einmal wenden. Kann ich ja so absteigen. Das ist, glaube ich, viel sinnvoller. Können wir vorwärts ausparken. Okay, ich muss hier erstmal den Stein zerstören. Den Stein der Weisen zerstören. Zack. Ich sagte zack. Mensch, auch heute. Ist heute nicht so. Na komm, jetzt absteigen. Item holen und weiter. So, ist doch noch ein kleiner X-Abwehr. Das war es doch kaum wert. Das war doch den Aufwand nicht wert. Da müssen wir jetzt rückwärts ausparken. Na dann. Nein, er kann nur vorwärts. Ein Rihorn. Spaziergang mit Rihorn. Zack. So, Rückwärtsgang. Also auch der Rückwärtsgang. Ein Ganoviel. Nein, danke. Keine Ganoven in deinem Team. Brauche ich nicht unbedingt. So. Rihorn geht rückwärts. Piep, piep, piep. Hallo. Du musst dir erstmal den Weg frei machen.
Rion, Attacke. So, absteigen. Zack. So. So ist Spitze. Item holen. Zack. Paraheiler. Kann man hier brauchen. Wird man irgendwann noch gut gebrauchen können. Na dann, weiter unterwegs zum Ziel. In die Leuchthöhle, wie es aussieht. Leuchthöhle, wir kommen. Zwergenfee und Rihorn unterwegs. Zack. Alles aus dem Wege räumen. Und schon wieder ein wildes Pokémon. Ein Eugena. Eugena, wollte ich gerade schon lesen. Nee. Ist kein YouTuber-Pokémon. Na komm. So, Flucht. Na komm, lass mich fliegen. Na komm, ich will dich nicht. Iguana. Richtig ausgesprochen, Iguana. So. Nein, hier wollte ich nicht absteigen. Ja. Den Weg frei machen. Na komm. So, dann geht's weiter.